Oh, der hat was Besseres als ich. Du, was ich da gesehen habe? Naja, der hat ein schönes Auto, das hätte ich auch ganz gerne. Da bin ich jetzt echt am Überlegen, ob ich mir einen Kuhfuß besorge und heute Nacht die Tür aufstemme von der Mühle. Ja, er hat eine richtig schöne Karre, die gefällt mir. Ich habe ja bloß so eine kleine Schrottmühle, so eine kleine Reisschüssel. Ja, die Karre gefällt mir, die Bude von dem gefällt mir auch, die Buchte, das Haus, was der hat. Ich würde gerne einbrechen und mir unter den Nagel reißen. Alles, was der hat, gefällt mir. Ich möchte eigentlich alles haben. Das Weib von dem möchte ich auch gerne haben. Wäre nicht verkehrt. Was will ich noch haben? Ach, ich will alles haben, was die anderen haben. Ich will immer das haben, was die anderen haben. Die Autos von denen, das Leben von denen, die Urlaubsreisen von denen, das möchte ich mir alt unter den Nagel reißen. Ja. Was, wo haben Sie geklingelt? Bei dem Gursup? Bei dem Mohammed Gursup? Da will ich vorsichtig sein. Ja, der hat was mit den Abu Shakas zu tun. Der tut mir so, als wenn er sich angepasst hätte schon. Hat der nicht. Nee. Nee, ist ein ganz unheimlicher. Den darfst du nicht verkennen. Und eine Fatima habe ich da bei dem noch nie gesehen. Da sind immer so Versammlungen. Ja, die treffen dann nachts zusammen und dann siehst du den Qualm aufsteigen aus der Bude. Den Dampf von dem Marihuana oder dem Kraut, was die rauchen. Die kiffen sich die Birnen zu. Eine Schischa hat der auch im Keller oder eine Shisha. Da qualmen die da ihre Drogen. Ich bin der Meinung, ich hätte da auch schon mal so die Abu Shakas gesehen nachts. So dunkle Gestalten. Ah.